So, herzlich willkommen zu Lernmoor. Mein Name ist Alexander Kraft. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das ist das erste Video von Lernmoor. Offiziell gesehen. Und ich freue mich, dass ihr so zahlreich eingeschaltet habt. Kommen wir nun zum Thema. Ich möchte mit euch heute über das Thema Ausgabenkontrolle sprechen. Wieso denn Ausgabenkontrolle? Meiner Meinung nach ist das eine der wichtigsten Themen zur finanziellen Unabhängigkeit, zur finanziellen Freiheit. Denn, wie heißt es schön, bevor man das große Geschäft macht, muss man klein anfangen und seine Ausgaben unter Kontrolle zu bringen. Das heißt, schauen wir uns mal das Ganze genauer an. Gehen wir davon aus, dass das Einkommen, das sind die Ausgaben. Ausgaben gleich 0, Einkommen, egal, gehen wir von ganz von vorne, 0. Die meisten, dazu habe ich eine Geschichte. Sie befinden sich derzeit im Elternhaus, sind 15 Jahre geworden, haben ihre Schule abgeschlossen, erfolgreich abgeschlossen und möchten eine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann anfangen. Sind 15, sie können das Ganze machen, bewerben sich, bekommen die Ausbildungsstelle und gehen wir davon weiter aus, sie bekommen 400 Euro. Die Ausgaben, Einkommen. Das Einkommen steigt auf einmal von 0 auf 400. Ist eine Menge, sag ich mal. Ist ein großer, ganz gut. Natürlich ist das das Einkommen. Und man wird nicht durch das Einkommen reich, sondern man wird reich, wie soll ich das sagen? Man wird reich von dem, was man behält. Bei den meisten sieht das so aus, sie leben auch in ihrem Elternhaus, Ausgaben gleich null. Die Eltern bezahlen die Miete, die Stromkosten, die Nahrungsmittel und das Ganze, was da anfällt. Nun sagst du dir, ich brauche ein neues Handy. Am besten mit einem Handyvertrag, denn ich kann es mir jetzt leisten. Einkommen, Ausgaben steigen etwas. Als Paar, sie werden 18 Jahre, haben ihren Führerschein gemacht und meinen, ich brauche jetzt ein Auto. Was passiert? Sie kaufen sich ein Auto auf Raten. Sie haben ihre Ausbildung beendet, sie kaufen die Auto auf Raten, also sprich, sie verdienen jetzt, sag ich mal, 1500. Das Einkommen ist wieder gestiegen. Die Ausgaben bleiben immer noch null. Dann kommen sie und kaufen sich ein Auto auf Raten. Sag mal für 6500 Euro. Die Finanzierung auf 36 Monate, Schlussrate 2500 und Pi mal Daumen geschätzt 133 oder 134 Euro monatliche Ratenzahlung. 1500. Die Ausgaben sind ein bisschen gestiegen. Nun sagen sie sich, das ist schön und gut, aber ich habe jetzt eine Freundin. Ich gehe jetzt aus dem Elternhaus raus und biete mir eine Wohnung. Das Einkommen, Ausgaben steigen. Nun sind sie mit ihrer Freundin zusammengezogen. Was natürlich positiv ist, die gleichen Ausgaben, aber zwei Einkommen. Nun geht es weiter, sie brauchen neue Möbel und das Ganze. Sie kaufen sich alles auf Raten. Bis zu dem Punkt, dass ihr Ausgaben gleich den Einkommen ist. Das ist noch erholsam, denn da sind sie ja noch nicht in den Schulden drin. Sie zahlen zwar Raten, aber hey, sie haben noch nicht ihr Einkommen überschritten. Jetzt kommt natürlich hinzu, sie haben Nachwuchs bekommen. Sie brauchen mehr Geld, aber sie zahlen ja immer noch diese ganzen Raten für ihr Auto, also Miete, Möbel und das Ganze, was sie sich da angeschafft haben. Ja, sie brauchen ein Darlehen. Aber sie gehen nicht zur Bank. Was machen sie? Sie gehen und überziehen ihr Konto. Im besten Falle gehen sie noch zum Bankberater und vereinbaren dass sie minus 500 Euro monatlich kriegen können. Dann haben sie noch nicht ihr Konto überzogen, bis sie diese 500 Euro nicht überschritten haben. Aber was machen die meisten? Die gehen einfach zum Geldautomaten, ziehen ab und überziehen ihr Konto bis zum Äußersten. Sie zahlen 18% Zinsen, also Überziehungszinsen. Und dann erreichen sie
das, was man nicht erreichen darf. Die Ausgaben steigen über die Einkommen. Das ist ein Armutsplan, meiner Meinung nach. Und deswegen sollten Sie auch Ihre Ausgaben unter Kontrolle haben. Wenn Sie schon so in dieser Situation sind, dann heißt es Schadensbegrenzung. Stottern Sie Ihre Raten ab und so weiter und so fort. Aber das ist das Thema zum nächsten Video. Machen Sie sich am besten jetzt einen Finanzplan. Listen Sie Ihre ganzen Ausgaben auf und Ihr Einkommen. Denn man wird nicht durch das Einkommen reich, man wird durch das reich, was man am Ende behält. Das heißt, Sie listen jetzt Ihre ganzen Ausgaben auf, schauen die Posten an, schauen, was Sie minimieren können. Also die Ausgaben, die Sie eigentlich nicht unbedingt brauchen, denn die Bedürfnisse der Menschen sind, nicht Bedürfnisse, die Wünsche, also auch die Bedürfnisse, sind, sind sehr viele. Unbegrenzt, sag ich mal, wenn man von der BWL ausgeht. Das Ganze wird natürlich durch das Einkommen gefiltert und dann kommt der Bedarf raus. Dieser Bedarf ist immer noch etwas höher, aber dann kommt der Kaufwunsch. Und dieser Kaufwunsch trägt dann zum tatsächlichen Bedarf bei und Sie kaufen sich die Sachen. Deswegen bin ich der Meinung, halten Sie Ihre Ausgabenkontrolle, machen Sie sich jetzt noch einen Finanzplan und schauen Sie, dass Sie in diesem Finanzplan bleiben. Was natürlich ganz wichtig ist, aber das ist das Thema zum nächsten Video, wie Sie Vermögen aufbauen können. Dieses Video sollte Ihnen vermitteln, dass Sie Ihre Ausgaben unter Kontrolle halten sollten und am besten nicht diese Situation, dass die Ausgaben mehr als das Einkommen sind und nicht diese Situation. Denn in dieser Situation haben Sie zwar noch teilweise den Überblick, aber Sie arbeiten nicht für sich selbst, Sie arbeiten für das Unternehmen, also für Ihren Chef. Sie arbeiten für den Banker, also um die Raten zu bezahlen. Sie arbeiten für das Autohaus, um das Auto abzubezahlen. Sie arbeiten für den Vermieter und das Ganze. Und Ihr ganzes Einkommen geht für Sie drauf, nicht für sich selbst. Das Beste ist, das ist so, das Einkommen ist höher als die Ausgaben. Und das wird das nächste Video sein, also das Thema zum nächsten Video, wie man Ihr Einkommen erhöht, beziehungsweise mein Vermögen aufbaut. Ich danke euch fürs Zuschauen, postet hier noch weitere Fragen, ich gehe gerne auf diese Fragen ein und freue mich bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen. Das war Lernborn und meine Wenigkeit Alexander Kraft. Bis zum nächsten Mal, ciao.